It is safe to state that the grandchildren of some of the people in this theater will not be born on Earth. Hell, a transformed race of walking dead, zombies guided by a master plan for complete domination of the Earth. Plan 9 from outer space. Starring the most frightmarish cast ever, Bela Lugosi, the seductive Vampira, and Tor Johnson as the Walking Dead. Das ganze Thema ist auch scheiße. Ich möchte eine Zeit zurückdenken, in der einfach Menschen vor so etwas Angst hatten wie Atomkraft und deren Konsequenzen oder Angst hatten vor einer Invasion durch Außerirdische und das als die größtmögliche globale Bedrohung betrachteten und das natürlich auch einzahlte auf die Fantasie, auf das fantastische Streben, das von Menschen wie Edward D. Wood Jr., die gesagt haben, wir machen einen Film daraus oder gleich 2 oder 10 und der dann die 2 Filme produziert hat, über die wir heute Abend sprechen. Und um über diese beiden Filme zu sprechen, ist an meiner Seite virtuell im virtuellen Raum der André Wenzel. Hallo. Sei mir gegrüßt. Guten Tag. Es freut mich, wieder mal hier zu sein. Mhm. Du hast die beiden Filme vorgeschlagen. Ja. Konkreter Anlass oder einfach nur, weißt du? Es gab jetzt keinen konkreten Anlass. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah Mensch, mein 20-jähriges Jubiläum, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Mhm. Aber ich finde halt irgendwie... Wie kann man das erklären? Also im Grunde genommen vor allen Dingen Plan 9 vom Outer Space ist ja nominell immer noch der schlechteste Film aller Zeiten. Und damit müsste er eigentlich ja vor allen Dingen mit diesem ganzen hippen Ironie-Guckern ja ganz hoch im Kurs stehen. Aber selbst da sehe ich ihn halt eigentlich relativ wenig irgendwie mal auftauchen. Und das ist schade, weil der Film ist sehr sympathisch und hat auch Bride of the Monster. Und deswegen dachte ich mir halt irgendwie, ja meine Güte, wenn wir es jetzt hier nicht machen, macht doch sonst auch keiner. Ja, ja. Deswegen musst du das einfach jetzt hier auch mal so hier auf den Tisch. Glaubst du, Ed Wood, also nicht der Tim Burton-Film, sondern Edward D. Wood Jr., der Filmemacher, ist bisher bei uns zu kurz gekommen im Podcast? Wir hatten ihn nämlich einmal, aber das ist Jahre her. Also wir haben schon mal über Plan 9 from Outer Space gesprochen, aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, worüber genau. Oh Gott, das muss aber echt lange her sein, weil ich weiß das gar ist nicht. Lang, ja. Und ich habe euch eine ganze Weile schon gehört. Ja, ja, ja. Ich glaube, das muss 6, 7 Jahre her sein. Also. Aber eben auch aus dem Grund. Also ich glaube, das war so auch ein bisschen so mit dem Ehrgeiz verbunden. Lass uns mal über das sprechen, was klassisch als schlechtes Kino oder als Trash-Kino verschrien wird. Was wir, so eine Sache, die wir eher aus dem Weg gehen. Ich meine, darum kümmern sich eben auch andere Podcasts. Die dürfen das auch gerne machen und das ist auch fein so. Aber wir sind eigentlich nie so gezielt darauf losgegangen, auf die Filme, von denen andere Menschen sagen, oh, die sind richtig, richtig, richtig übel. Ich glaube, wir haben das wirklich noch 2 Mal gemacht. Und das war jetzt wirklich, das war Plan 9 und The Room. Und da gibt es natürlich auch noch diese ganzen kruden Exzesse, über die wir auch gesprochen haben, wie, was weiß ich, Söldnerkommando und so. Aber die, ich würde sagen, die sind schon fast zu nischig, um wirklich, weiß nicht, Leute aus ihrem Häuschen hervorzulocken, von wegen, ah, cool, Trash, lass mal drüber lachen. Weil die kennt ja keiner. Aber Plan 9 kennt ja jeder, oder? Naja, jein. Also den Namen vermutlich ja, aber geguckt, gut, er wurde vor ein paar Monaten zum Jubiläum bei Schläferz geadelt, in Anführungszeichen. Allerdings, was ich mitbekommen habe, koloriert und auf Deutsch synchronisiert. Gut, wer es braucht, bitte. Aber selbst dann nicht so wirklich. Also so in meiner Filterbubble ist das, findet der Film eigentlich nicht wirklich statt. Also wenn ich sage Plan 9 from Outer Space, nee, nicht gesehen. Meine Vermutung ist ja, dass die meisten Leute, also wenn du jetzt halt zu einem von diesen hippen Ironikern gehen würdest und sagen, hier, guck mal, Plan 9 from Outer Space, was? Ja, hier, Trashfilm. Hier, schwarz-weiß. Ja, ach so. Ja, und dann kommt das nächste. Oder ist das vom Künstler intendiert gewesen? Nee, ach so. Ja, ist ja scheiße, schwarz-weiß. Ja, ich habe auch ein zwiespältiges Verhältnis zu Plan 9 from Outer Space. Ich meine, darüber, vielleicht sollten wir einfach verkürzt jetzt sagen Plan 9 für den Rest des Abends, weil sonst wird das ein bisschen anstrengend. Oder Plan 9 aus dem Weltall. Ich meine, Bride of the Monster hat übrigens auch einen deutschen Titel, den sollten wir noch erwähnt haben. Der heißt nämlich auf Deutsch Die Rache des Würgers. Ist der überhaupt jemals hier gelaufen? Also ich habe nirgendwo Daten darüber gefunden. Also damals, als der Tim Burton-Film, der vermutlich zumindest 1, 2 Mal als Satz hier vielleicht auch mal fallen wird, könnte ich mir vielleicht so vorstellen, wenn es schon mal eine verfilmte Biografie gibt, egal wie werketreu sie zum echten Leben ist, dann kommt ja vielleicht mal was daraus vor. Aber damals ist mir zum ersten Mal aufgegangen, aha, es gab einen Film, der lief in Deutschland von Edward D. Wood Jr., Die Rache des Würgers. Aber ich habe nie irgendwie Spuren von dieser deutschen Version gefunden.
Ja, das der deutsche Staatstermin wird hier benannt im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag als der 25. März 1960, beruft sich allerdings auch auf die IMDb, die wiederum keine Quellenangabe nutzt, was mir jetzt häufiger begegnet ist. Schon hier bei der Filmvorbereitung, nicht nur bei dieser, dass eben quasi du wirst abgestoßen in diesen Strudel aus Quellenangaben und die Quelle aller Quellen, die Ursuppenquelle, die hat dann wiederum keine Quellenangabe. Das ist dann einfach nur so eine Behauptung, die irgendjemand bei einem Forum geschrieben hatte. Du hangelst dich von der Wikipedia zur IMDb, die IMDb wiederum verweist auf irgendwie ein User-Forum und der User-Forum-Eintrag verweist wiederum auf irgendwie eine Blog-Rezension, die irgendeiner im Halbstuff geschrieben hat. Und, naja, mit anderen Worten, schon, vielleicht ist der Film nie in Deutschland gelaufen. Irgendwann vor 100 Jahren hat sich jemand mal gedacht, ja, Rache des Würgers, klingt gut. Und ich tue mal so, als wenn ich voll die Ahnung habe. Und das geistert jetzt so als Nischenwissen durch das Fandom und es ist völlig falsch. Also es ist so, die Rache des Würgers hat einen Eintrag im Lexikon des internationalen Films. Im Lexikon des internationalen Films stehen nur Filme, die auch mal eine deutsche Veröffentlichung hatten. Ein Phänomen, um das ich gar nicht wusste, bis ich zum ersten Mal versucht habe, Aida Lupino zu finden im Lexikon des internationalen Films und die genau, glaube ich, mit einem einzigen Film da vertreten ist, obwohl sie 11, 12, 15 gemacht hat. Mhm. Die aber alle nie einen Deutschlandstart hatten. Deswegen kommt es natürlich auch nicht ins Lexikon des internationalen Films, weil heißt ja nur Lexikon des internationalen Films. Sollte Lexikon der deutschen Kinostarts heißen. Aber deswegen, also, da es hier einen Eintrag hat, die Rache des Würgers, gehe ich davon aus, dass der irgendwann mal in dem deutschen Kino auch gelaufen ist. Ja. 1960. Na gut. Ich meine, das darf er ja auch. Ich finde ihn nämlich qualitativ völlig ausreichend für einen regulären Kinostart. Ja, ja, genau. Ganz bezaubernd. Dann steigen wir einfach mal ein mit Bride of the Monster. Ja, bitte, bitte. Hast du vielleicht, normalerweise hast du sowas immer so eine tolle Inhaltsangabe vielleicht gerade am Start. Ja. Dann ich glaube, die ist so ein bisschen abgeschmackt geschrieben. Moonshade hat sie geschrieben und er schreibt, nachdem in einem Sumpfgebiet schon ein Dutzend Menschen verschwunden sind, tappt die Polizei leider noch immer im Dunkeln. Erst die Journalistin Janet Lawton stößt auf eine Spur, als sie den neuen Besitzers eines Anwesens, okay, der Genitiv ist nicht von mir, in diesem Gebiet herausfindet. Es ist Dr. Eric Warnoff, das Bela Lugosi. Der osteuropäische Wissenschaftler musste wegen seiner Theorien aus seinem Land fliehen und arbeitet nun hier an seiner größten Entdeckung. Er will mittels Atomenergie eine Rasse von Supermenschen erschaffen, die ihnen zu Diensten sein sollen. Prompt gerät auch Janet in seine Fänge, doch Warnoffs Tumpes Factotum Lobo entwickelt zärtliche Gefühle speziell für Janets Angora-Cappy. Doch schon ist die Polizei auf dem Weg in den abgelegenen Unterschlupf, wo Warnoff seine Opfer mittels eines Riesenkraken in den dunklen Wassern verschwinden lässt. Ich finde die Inhaltsangabe ganz, ganz schön, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen ist das der ganze Film. Das ist meistens so, wenn man die UFTB-Inhaltsangabe vorliest. Also, ich meine, das ist, was fehlt denn jetzt noch? 5 Minuten? Das ist immer so. Und die enden alle immer mit Punkt, 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 was natürlich suggeriert, da kommt noch eine ganze Menge. In der Regel ist es aber so, dass tatsächlich alles auserzählt ist, bis kurz vor Schluss. Ist jetzt aber auch kein Film, den man für seine großen Spannungsmomente guckt. Okay, das wahrscheinlich. Das stimmt allerdings. Wenn man jetzt mit dem Diamantenschleifer geschliffene Handlung erwartet, ist das vielleicht nicht der Film, den man sich reinlegen sollte. Man wird vielleicht enttäuscht. Das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiges Element, was auf unsere Wahrnehmung auch Einfluss hat. Wie nimmst du das wahr? Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und hast du ihn in dem Mindset geguckt? Ich gucke jetzt irgendwie so was ganz Trashiges, weil du vielleicht vorher den Tim Burton-Film gesehen hast oder einfach um Ed Wood, um seinen infamen Ruf wusstest. Oder hast du gedacht, ich gucke mir jetzt einen schönen klassischen Horrorfilm an mit Bela Lugosi, weil der macht ja nur gute Horrorfilme. Ja, dafür ist er bekannt gewesen, vor allen Dingen in der Spätphase seiner Karriere. Ja. Ich muss Asche auf mein Haupt, ja, es war tatsächlich damals im Strudel des Tim Burton-Films. Weil davor, muss ich auch sagen, man hatte ja früher nichts. Heutzutage ist ja ein etwas Einfaches, keine Ahnung, anzugeben, Plan 9 als Beispiel. Und dann bekommt man sofort eine riesige Auflistung von den Filmen von Ed Wood, plus noch die Romane, die er mal geschrieben hat und welche Drehbücher noch irgendwo gelegen haben und nie verfilmt worden sind. Als ich das erste Mal, ich gehe mal ganz weit in die Vergangenheit, okay? Als ich das allererste Mal was von Edward D. Wood Jr. hörte, das war ja noch nicht mal wirklich im Filmbereich, das war über ein Computerspiel. Und zwar, es gab mal den Amiga Joker und darin war ein Test gewesen zu einem Computerspiel mit dem Titel Plan 9 from Outer Space. Also dieser Film
hat ein Computerspiel bekommen. Es war ein Adventure gewesen. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch sagen, das war eine absolute Offenbarung, dieses Adventure. Aber das Einzige, woran ich mich jetzt wirklich noch erinnern kann, ist, dass ein Gag des Spiels gewesen ist, dass alle Figuren, mit denen du interagierst, das waren entweder Thor Johnson oder Vampira. Also in verschiedenen Kostümen halt, aber halt immer ganz erkennbar, das sind die beiden gewesen. Damit wurde halt im Spiel so suggeriert, ja, hier ist halt alles billig, deswegen müssen halt diese beiden Schauspieler oder halt diese Schauspielerin alle Figuren spielen. Haha, witzig. Ja. Ich glaube, das Spiel selber war so ein Standardding aus dieser Zeit. Aber viel wichtiger ist gewesen, in der Spieleverpackung, da lag eine Videokassette drin mit halt Plan 9 aus dem Weltall. Das ist ein echt nettes Goodie gewesen, mit deutschen Untertiteln. Ja. Und das war halt das, was das Einzige, was ich zu der Zeit von ihm halt sehen konnte. Und danach war halt auch Schicht im Schacht. Da kam halt nichts. Weil ich wusste ja, für mich, da stand auch nirgendwo in einem Heft drin und der hat noch das und das gemacht. Nee, das Ganze war ja veröffentlicht worden halt mit diesem Gedanken, ein voll dämlicher Film und den verarschen wir jetzt in diesem Spiel. Mhm. Und mir war es deswegen Ewigkeiten nicht offenbar. Bis dann irgendwann in der Splitting Image selig dann halt angekündigt wurde, es kommt ein Film über den Macher halt von besagtem Film und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie der hat noch mehr gedreht. Und so halt kommt dann halt, führte eins zum anderen und dann sah ich halt den Tim Burton-Film irgendwann und erst dann wurde mir klar, der hat auch Sachen gedreht wie Glen or Glenda oder halt A Bride of the Monster. Das sind die drei Filme, die auch im Zentrum von Ed Wood stehen. Die anderen Filme waren ja noch nicht mehr wirklich da erwähnt. Sprich, von denen ja. Wusste ich auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht wirklich was, bis ich dann das Buch von Herrn Gray gelesen habe, wo mir dann offenbar wurde, was für ein vielseitiges Werk der Mann eigentlich gemacht hatte. Aber halt, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich habe ich den Tim Burton-Film gesehen. Ich ging nicht mehr ganz mit diesem Mindset, Gott, dieses Wort, aber es hat sich irgendwie eingebürgert. Ich ging nicht mehr ganz mit dieser Einstellung daran, irgendwie so, jetzt gucke ich mal so einen richtig beschissenen Film von so einer crazy Type, sondern irgendwie, aha, das war ja anscheinend ein Mann, der hat echt Herzblut in den Kram reingesteckt. Naja, mal gucken. Und dann habe ich halt beim Videodrom halt auch Bride of the Monster ausgeliehen. Der das weiß ich sogar noch. Der war ausgeliehen damals eine Zeit lang, weil halt viele Leute den dann gucken wollten. Das war einer von den Filmen, die musste ich mir zurücklegen lassen. Da habe ich geguckt und dachte dann so bei mir, gut, das wird jetzt vielleicht nicht mein absoluter Leib- und Magenfilm. Das ist jetzt kein Film, wo ich noch in Jahrzehnten sagen würde, ah, das war der Tag, da hat sich mein Leben geändert. Aber das war so ein Film, wo ich gedacht hatte, ja gut, das ist jetzt eigentlich ein okayer so B-Film aus den 50ern gewesen. Wo ist da jetzt so dieser irgendwie wie Scheiße-Faktor? Nö, das ist doch eigentlich ganz, ganz okay. Also da sehe ich, weiß Gott, selbst dieser Tage wesentlich Schlechteres. Also auch Besseres, also keine Ahnung. Es gibt auch aus der Zeit bessere Filme. Ich will jetzt hier nicht sagen, ja, ein unentdecktes Meisterwerk, das ist ja wow, aber das ist ein absolut okayer B-Film. Da kann ich diese ganze Spötteleien halt nicht meckern. Sogar, wie ich finde, für das, was Ed Wood zur Verfügung gehabt hat, sehr kompetent zusammengeschustert. Also Ja. Ich meine, ein Beispiel, also wie gesagt, das ist jetzt hier keine das klingt jetzt zwar böse, also es ist nicht böse gemeint, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, ja, ein Frühwerk von Fellini oder wo Godard jetzt hier mal so seine Schnitttechnik schon gezeigt hat, aber keine Ahnung, da fällt halt jemand in einen Fluss hinein, eine Riesenkrake fängt ihn, so Schnitt zu irgendeiner Archivaufnahme von einer riesigen Krake, die Krake schwimmt nach oben, Schnitt zurück zu dem Typen, der schreit, Schnitt zurück zur Krake, die runtergeht, Schnitt zurück zu ihm, er nimmt halt die Gummi-Oktopus-Arme um sich rum, das war zu der Zeit einfach so, das ist eine Filmsequenz, die kann ich nachvollziehen, da ist nichts, wo ich sagen würde, boah, um Himmels Willen, was ist das für eine Grütze? Nee, das ist eigentlich voll okay für das, was Ed Wood halt, wie gesagt, gehabt hat. Er hat den Oktopus ja der Legende nach einfach geklaut. Ja. Hat ihn dann halt gut verwendet. Also. Ja. Es gibt zwei Sachen, auf die ich noch kurz eingehen will. Erstmal, das Computerspiel gab es eben auch für, nicht nur für Amiga, sondern auch für Atari und DOS. Und mein Vater hatte seinen Arbeitsrechner zu Hause. Deswegen hatte ich auch dieses Computerspiel. Ich habe mir es allerdings gebraucht gekauft und jemand hatte die Videokassette rausgenommen. Warte mal, weißt du was? Jetzt kommt nämlich ein Twist, weißt du? Vielleicht war das meine Verpackung, weil ich habe damals das Spiel verkauft beim Gebrauchten und habe die Videokassette nicht mit reingepackt. Ja, man muss ja sagen, also Videospiele und Computerspiele waren damals schon sauteuer. Also ich im Grunde, ich glaube, sind Videospiele so teuer, sie heute immer noch sind, nicht nennenswert
günstiger oder teurer, also ähnlich bepreist wie damals. Und ein neues Computerspiel kostete zwischen 100 und 140 Mark in der damaligen Zeit, Anfang der 90er. Also ich habe mir nie im Leben, in meinem damaligen frühen Teenager-Dasein, ein neues Computerspiel leisten können von meinem Taschengeld und meinen Nebenverdiensten als Babysitter. Das ging einfach nicht. Also ich habe Spiele immer gebraucht gekauft, was natürlich zur Folge hatte, dass meistens irgendwie die Anleitung fehlte oder am besten irgendwie das Code-Rädchen, ne, der Kopierschutz oder sowas. Knacker, aber in dem Fall fehlt tatsächlich die Videokassette, was ich schade fand. Ich habe das Spiel gespielt, es ist nicht besonders gut. Aber Gremlin ist auch eine Computersoftware-Schmiede, die, ich glaube, aus gutem Grund schon lange nicht mehr existiert. Ja. So. Aber tatsächlich auch, ja, ganz wichtig, eine der ersten Male, wo mir der Name begegnet ist, Edward Wood, D. Wood Jr., dann kam das Buch von Rudolph Gray, was mir meine Eltern, glaube ich, zum Geburtstag schenkten, weil ich interessiere mich ja so für Film und die Frau in der Buchhandlung hat gesagt, da kommt doch dieser neue Kinofilm von dem Typen, der Batman gemacht hat und das geht angeblich um den schlechtesten Film und inkompetentesten Regisseur aller Zeiten. Also habe ich zum Geburtstag bekommen. Nightmare of Ecstasy von Rudolph Gray. Also hier in der deutschen Ausgabe von Heiner, ich habe es gerade vor mir, Heiner, Ed Wood, das Buch zum Film heißt es einfach. Ein tolles Buch und auch ein bisschen differenzierter, liegt in der Natur der Sache, als der Film. Der Film ist hervorragend, finde ich, eine hervorragende Adaption. Die meisten Geschichten, die sich hier in dem Buch wiederfinden, hat auch der Film übernommen. Das Buch ist natürlich differenzierter insofern, als dass es sagen kann. Also es ist so eine wie nennt man das? Heutzutage würde man Talking Heads sagen. Ja, es ist ein Talking Heads Buch oder eine Spoken History oder sowas nennt man das. Der Entstehungsgeschichte, also es ist quasi ein erzählt die Entstehungsgeschichte der Film nach über Interviewschnipsel mit allen Beteiligten. Und die widersprechen sich eben auch teilweise. Unter anderem, deswegen darauf wollte ich auch nochmal eingehen, was du gesagt hast, betreffend die Geschichte mit dem Oktopus, von dem eben einige sagen, ja, der ist geklaut, ne, von irgendwie aus dem Universal Backlot und keiner hat es gemerkt. Und andere wiederum behaupten, nee, wir haben den ganz ordentlich angemietet. Den brauchte gerade keiner, wir konnten den für wenig Geld bekommen. Also der Film entscheidet sich einfach für die interessantere Geschichte. Und ich finde das komplett nachvollziehbar. Ja. Nämlich sie klauen ihn in der Nacht- und Nebel-Aktion. Wie hieß es immer so schön, wenn die Legende zur Wirklichkeit wird, dann drucken wir doch die Legende. Ja, natürlich. Ansonsten, ich sehr empfehlenswertes Buch und schöner Film. Aber eben auch, das ist der Umweg, auf dem ich dann auch zu den Ed Wood-Filmen selber gekommen bin. Ich hatte keine Möglichkeit, mir Plan 9 anzugucken. Habe ich danach meinem Kinobesuch gemacht. 95 kam, glaube ich, ja, der Tim Burton-Film ins Kino. Und ich habe Jahre später erst die Rache des Bürgers gesehen. Und dann schon gar nicht mehr so in der Haltung, ach, jetzt gucke ich mal wieder was von dem wirklich miesen Regisseur, sondern ich glaube, relativ unbefangen. Ich habe natürlich, als ich im Vorspann aber seinen Namen wiedererkannte, gedacht, ach, der Typ, oh, ja. Und ich war angenehm überrascht. Also ich glaube, wenn man sich einmal ein bisschen mit Ed Woods Geschichte, Lebensgeschichte auseinandergesetzt hat, kann man die Filme nicht mehr unbefangen gucken, weil er hat eben diesen Ruf weg, was schade ist. Aber ich war positiv überrascht. Aber natürlich diese ganze Erwartungshaltung so von wegen, jetzt gucke ich mir einen klassischen Monster, Mad Scientist Grusel an, der war weg in dem Moment, in dem ich seinen Namen sah. Mhm. Das war so, ach, oh, ja. Weil ich kannte Plan 9 und Plan 9 hat schon, ich mag die Häme nicht, aber er hat seinen Ruf nicht grundlos, möchte ich mal sagen. Darüber wird zu reden Leute sein. Ja, darüber wird zu reden sein. Ich ahne, woher er kommt. Bei Bride of the Monster, ich glaube, hat André da irgendwann mal jemand behauptet, das sei ein schlechter Film? Mir ist gar nicht so. Weil ich sehe daran nicht viel Schlechtes. Es gibt schlechte Schauspieler, das möchte ich sagen, ja. Nicht jeder ist hervorragend, aber der Film selber, da sehe ich jetzt nicht so diese Abfolge an Kontinuitätsfehlern und schlechten Requisiten wie woanders. Ich denke mal, das wird in diesem Strudel von Plan 9 gekommen sein, dass dann halt gleich alles von dem halt schlecht verklärt wird. Ja. Ich persönlich, wenn ich mal irgendwelche Reviews lese, wird halt vor allen Dingen meist auf dem Oktopus herumgehackt, weil lustig, guck mal, wie sich die Arme selbst rumschlingen und am Ende Bela Lugosi im Wasser und so ein Scheiß. Funny, ja, das ist eine kurze Einstellung von ein, zwei Sekunden im nächtlichen Nebel. Da sieht man eh fast nichts. Also. Ja, aber wir wissen noch, es ist die Zeit der Häme. Mhm. Apropos, über wen man nicht hämisch reden kann, bevor er dann irgendwann vielleicht im allgemeinen Gefasse runtergeht, ist ja Bela Lugosi, der hier im Grunde genommen eine seiner letzten wirklich großen Rollen hat. Plan 9 gilt ja nicht so wirklich, aber... Nein. Also, Bela Lugosi packt ja nochmal so richtig alles rein hier. Mhm. Also, er hat ja auch diesen tollen Monolog, wo er dann hier erzählt mit irgendwie Heimat, dass er nicht mehr in die Heimat zurückgehen kann und den ganzen Kram. Das ist...
Das ist ja richtig großartig. Und, ja, auf jeden Fall. Und wie er halt noch seinen hypnotischen Kräften diese Handbewegung aus Dracula und den ganzen Kram macht. Es ist natürlich tragisch, ihn so ein bisschen zu sehen, wie er so völlig abgemagert ist und man ihm schon so ansieht, nee, gut geht's ihm, glaube ich, nicht gerade, aber er macht das halt, weil irgendwo muss das Geld ja für sich, glaube ich, fürs Morphium was zu dem Zeitpunkt herkommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich unterstelle ihm einfach mal, er war eine relative Söldnerseele und hat jeden Kram mit richtigem Gusto gemacht. Ich habe auch mal einen Film mit ihm gesehen, Bela Lugosi meets the Brooklyn Gorilla. Da ist ja auch das Beste drin. Weil er irgendwann war er halt so auf den Mad Scientist auch so ein bisschen abonniert und da wusste er, welche Knöpfe er drücken muss, damit er dieser Bela Lugosi-Touch rauskommt. Er hat nicht so viel Glück gehabt in den späteren Jahren seiner Karriere. Also ich glaube, einige andere haben es da ein bisschen besser getroffen. Vincent Price hatte zum Beispiel, glaube ich, bis zuletzt relativ viel Glück mit seinen Projekten, muss man sagen. Mhm. Also um mal einen weiteren ehemaligen zu nennen. Aber Lugosi war eben auch klar durch seine Drogenabhängigkeit klar sehr, sehr gezeichnet und ich glaube auch nicht mehr wirklich in der Lage, da gute Projekte auszuwählen. Aber oder halt ja, Karloff. Ist toll. Karloff, ja, auch. Aber toller Mann, also unglaublich charismatisch und ich sage das völlig ohne Häme, ohne Schmu, ohne irgendwie Augenzwinkern. Ich finde ihn sehr, sehr stark in diesem Film. Seine Darbietung leidet natürlich ein bisschen unter der Tatsache, dass man ihn offenbar für jede Szene, in der er sich ein bisschen körperlicher, weiß ich nicht, ein bisschen aktiver sein muss, ausgetauscht hat gegen einen Double. Mhm. Aber das, was man von ihm sieht, ist gut, ist sehr gut, also intensiv. Mit Close-Ups seiner Augen, die einem Sergio Leone zur Ehre gereichen würden. Aber definitiv. Ja. Und er weiß sie einzusetzen. Ja. Da werden die Augenbrauen aber verwendet, das kann wie kein zweiter das könnte. Ich hatte ja eine Theorie noch, wenn ich ganz kurz was sagen darf. Ja, bei diesem Monolog, wo halt Bela Lugosi dann halt so zeigt, dass er halt der Verfremte ist und der ganze Kram und dass man ihn immer unterschätzt hat, aber jetzt auf einmal, ich habe mich immer gefragt dann, ob vielleicht Edward Deadwood Jr. sich so das an Hollywood so ein bisschen gerichtet hat, er, der ja eigentlich dieses Riesentalent hat, das keiner erkennen kann, ob er da vielleicht so ein bisschen auch seine eigene Verbitterung, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht so ein bisschen eingesetzt hat, mit eingearbeitet hat. Ja, also es klingt zumindest schlüssig, was du sagst. Wir können ihn ja nicht mehr fragen. Also, nee, wer konnte das schon? Das ist eben auch so schade, dass es ja wirklich keine unbefangene Dokumentation der letzten Jahre seines Lebens gibt, die eben hauptsächlich alles, was man hört, ist so vom Hören sagen. Er hatte eben auch nach allem Anschein nach keine Menschen mehr in seinem näheren Umfeld, die darüber Aufschluss geben können. Ich weiß es nicht, aber es klingt schlüssig, was du sagst, ja. Da gibt es jetzt gar kein Streitgespräch. Ey, super, ich habe eine tolle Theorie gebracht. Hey. Und also all die Defizite, die in dem Film zu sehen sind, die kann man auch durchaus darauf schieben, einfach, dass der Film vergleichsweise preisgünstig produziert war. Und ich finde gemessen an der Tatsache, dass es eben ein relativ günstig produzierter Film war, unabhängig produzierter Film war, auf dem angeblich, ich glaube, der Erfolg von, wie hieß das Studio von Arkoff? American International Pictures? Genau. Der ganze Erfolg, das hat ja Edward D. Wood in späteren Jahren behauptet, fußt nur auf dem kommerziellen Erfolg von Bride of the Monster, an dem sich Arkoff irgendwie wohl die Rechte gesichert hat und darauf dann eben sein Studio aufgebaut hat. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ja, du bitte. Ich wollte was ganz anderes machen, nämlich eine Anekdote vorlesen aus dem Buch, aber sag mal bitte. Achso, ja, vermutlich, vielleicht ist es auch genau die Anekdote. Auch ich habe das Buch ja auch vor Jahrzehnten gelesen, dann irgendwann verschenkt und leider nicht wieder neu aufgetrieben. Aber ich habe auch das gelesen, dass wohl die Gerüchte entstanden, dass wohl Ed Wood so zumindest teilweise für den Aufstieg von AIP verantwortlich gewesen ist und halt auch, dass seine Filme nicht so unerfolgreich gewesen sein sollen, aber weil er halt immer so die Prozente verschenkt hat, wie so ein Blöder, um halt Geld ranzuholen, er davon halt überhaupt gar nichts gehabt hat. Also Criswell hat ja wohl mal gemeint, dass er vor allen Dingen wohl für Plan 9, dass er dann Vermögen mitgemacht hat. Ja? Wie kommt's? Weißt du dazu die Hintergründe? Naja, also es ist halt wohl so gewesen, Edward hatte ja kein Geld gehabt und jetzt gefährliches Halbwissen, Erinnerung. Deswegen hat er halt immer zu Leuten gesagt, pass auf, gib mir Geld und dafür kriegst du hier Prozente und dort Prozente und dort Prozente. Deswegen am Ende hat er wohl, glaube ich, zuweilen sogar mehr Prozente ausgegeben, als eigentlich der Film einnehmen könnte. Deswegen stand er am Ende meist noch in den Wiesen und die Leute, die Prozente bekommen haben, die haben halt echt Geld gemacht.
weil seine Filme waren wohl tatsächlich so relativ gern halt als, naja, B-Filme genommen. Also, kein, also vielleicht auch eher als C-Film. Was weiß ich, wenn der B-Film vorbei ist, kommt der noch so als Rausfeger. Aber da sind die wohl tatsächlich nicht unerfolgreich gewesen. Ah, cool. Gut zu wissen. Also ich meine, das hörte man ja ab und zu, aber einige Filme sind eben also auch legendär dafür, dass sie eben nichts gekostet haben und dann unglaublich viel Geld eingespielt haben, wie jetzt Deep Throat oder sowas. Mhm. Aber bei Plan 9 hatte ich eben das Gefühl, oder Bride of the Monster auch, dass da die rechte Lage relativ schnell sehr merkwürdig wurde und der Film einfach frei verfügbar irgendwo rumflog. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass der Film zum Beispiel hier, also Plan 9 jetzt im, hier als Beileger bei einem Videospiel dabei lag. Und auch irgendwie als Titelgeber diente, weil das macht man ja eigentlich nur mit so Public-Domain-Sachen. Ich denke mal auch, dass irgendwann dann, als der initiale Kino-Run dann mal durch war, das Ganze vermutlich irgendwo, weiß Gott, versandet ist, also die rechte Lage, sodass das irgendwann keinem interessiert hat. Aber halt, ja, wie gesagt, initial soll der Film wohl nicht unerfolgreich gewesen sein. Also er wird jetzt keine Millionen eingespielt haben, aber einige Leute haben da wohl ein kleines Sümmchen eingestrichen. Außer halt Ed Wood. Außer Ed Wood, der, ich glaube, nur mit seinen pornografischen Filmen später in seiner Karriere ein bisschen Geld gemacht hat, nach allem, was ich gehört habe. Aber dann war er eben auch schon so weit im Alkohol verfallen und den Drogen, dass er dann auch nicht mehr so viel davon hatte, vermutlich. Nee, er ist ja als quasi Obdachloser geendet, wenn ich richtig entsinne. Eine tragische Figur. Wirklich eine tragische Figur. Ich kann mich auch daran erinnern, wir kommen ganz weit weg von Rache des Bürgers, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass im Kontext der Veröffentlichung des Tim Burton Biopics auch öfter kommentiert wurde, ja, warum der Film denn Ende mit der Premiere von Plan 9 und dann eben der Abspannrolle und man eben nicht das weitere Leben von Ed Wood zeigen würde. Und damals als Teenager dachte ich auch, ja, stimmt, hätte ich gerne gesehen. Heute weiß ich es besser. Denke mir, ja, das ist, ich verstehe absolut, warum die das nicht zeigen wollen. Es ist halt ein eher Upbeat-Ende, um es mal ehrlich zu sagen. Und im Großen und Ganzen soll ja wohl Ed Wood selbst noch in seinen beschissensten Zeiten noch halbwegs ein positiv denkender Mensch gewesen sein. Mhm. Also das vermutlich endet der Film auch damit eher in seinem Sinne. Nicht, dass ich Ed Wood jetzt kenne. Ich mutmaße jetzt hier nur ins Blaue hinein. Vielleicht würde Ed Wood den Film auch komplett furchtbar finden. Wobei auch irgendwo im Buch drin stand, glaube ich, dass er wohl durchaus zur Selbstironie in der Lage gewesen ist. Und wenn er Erfolg gehabt hätte und man ihm gesagt hätte, ja, du wirst als der mieseste Regisseur aller Zeiten gefeiert, dann hätte er das wohl mit einem Lächeln quittiert. Steht irgendwo in dem Buch drin. Daran erinnere ich mich noch. Das ist so, damit bin ich irgendwie bei dem Buch nicht ganz durchgestiegen. Ich kann tatsächlich bei den hier Zitaten von Edward D. Wood Jr. nie ganz sicher sein, meint er das jetzt mit einem Augenzwinkern oder tatsächlich ernst, weil er es eben auch teilweise, ja, er hat eben diesen selbstironischen Blick oder auf sein eigenes Werk und sein eigenes Schaffen. Gleichzeitig ist er eben schon stolz drauf. Also zum Beispiel auf Bela Lugosi lässt er nichts kommen. Selbst wenn er davon erzählt, dass Lugosi halt total auf Drogen am Set war und sich betrunken hat und dann plötzlich mit dem Dreh sagt, ich will nicht 500, sondern $1,000 für den Film haben, hat er das eben immer auch, kann er das auch gut verargumentieren. Also Ed Wood kann das argumentieren, warum das so sein soll und warum eben die Integrität und einfach das Talent und die künstlerische Leistung von Bela Lugosi das eben wert ist, obwohl es natürlich wahrscheinlich die ganze Produktion vor ein Riesenproblem gestellt hat. Aber bei vielen anderen Sachen, wenn er zum Beispiel auch so über alle anderen eigentlich außer Bela Lugosi spricht, hat man immer so das Gefühl, ja, ist das jetzt fies oder ist das irgendwie so eine kleine wissende Spitze? Zum Beispiel, er schreibt hier zur Arbeit mit wie heißt der Darsteller von Lieutenant Dick? Das ist Tony McCoy und sein Vater war wohl einer der Geldgeber und da schreibt er hier, wir wollten diese Aufnahme in Griffith Park machen, was ich auch gut finde, die haben in einem öffentlichen Park gedreht. Ich denke immer, wenn ich das so sehe, im Rache des Würgers, Bride of the Monster, die sind irgendwo in den Wald gefahren, aber die haben in einem öffentlichen Park gedreht und den wohl auch geflutet für diese Oktopus-Szene. Bis dann irgendwelche Feuerwehrleute ankamen, weil die keine Drehgenehmigung hatten. Aber er schreibt jetzt zur Arbeit mit seinem Hauptdarsteller, Lieutenant Dick. Wir wollten diese Aufnahme im Griffith Park machen, aber irgendwie klappte es nicht, weil da zwei Jungen neben einem Polizeiwagen standen. Schließlich mussten wir 17 Takes von dieser Szene drehen. McCoy konnte seinen Text einfach nicht behalten. Er war der schlechteste Schauspieler, den ich je hatte. Aber wir waren schon zu weit, als dass ich ihn hätte feuern können. Außerdem gab sein Vater ja das Geld. Loretta King, also die weibliche Hauptdarstellerin, war wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Sie war bleich wie Wachs und ihre Haut war ganz weich. Wenn man sie drückte, verschob sich ihr ganzes Gesicht. Außerdem konnte sie keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Jedes Mal, wenn sie etwas trank, musste sie sich übergeben. Ich glaube,
Ich glaube, sie ist wirklich langsam ausgetrocknet. Ganz nebenbei, vollkommenes Non-Sequitur, ich hätte sie fast geheiratet wegen ihres Geldes. Sie war Millionärin. Dann findet er wieder zurück zum Thema. Lugosi sagte einmal, dass ihre Haut wie die einer Mumie aussehe und dass er selbst nie eine Mumie gespielt hätte, wenn man eine solche Haut davon bekäme. Also alles, was er sagt, ist eigentlich, er hat eigentlich in einem Absatz jetzt vier Geschichten erzählt, schön. Und ich glaube, drei davon stimmen wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ich weiß eben nie. Es ist schön zu hören. So. Ja, ich weiß, das ist wie das, was du gesagt hast mit der Legende drucken. Also ich glaube, wenig davon stimmt, aber zum Glück hat eben das Buch fängt das ganz gut ab, indem das Buch eben an Rudolf Gray, der Autor, auch alle anderen Beteiligten interviewt, die da oft sagen, ja, das stimmt so nicht, aber. Aber die Rache des Würgers. Was ist schön an der Rache des Würgers? Was ist so schön? Was gefällt? Was gefällt vielleicht auch nicht? Also zunächst einmal, wie gesagt, Bela Lugosi ist ja alles in diesem Film. Mhm. Dann mag ich tatsächlich auch Tori Johnson in diesem Film. Also so als Tumber, Übermensch, sag ich jetzt einfach mal. Als Tumber Übermensch, also halt diese, er hat halt dieses King Kong gehabt, halt dieses irgendwie, Edward's Love, das Kirsten Biese wieder kam, heißt. Das fliegt ja eigentlich ganz gut rüber. Halt auch seine Verzweiflung. Also er ist jetzt, möge Gott püten, dass jetzt sagen wir, ja Mensch, Tori Johnson. Was hätte der noch schauspielerisch alles reißen können? Nee. Aber der wird halt in diesem Film exakt so eingesetzt, wie man ihn halt am besten einsetzen könnte. Der läuft halt herum, grunzt, wobei ich jetzt nichts über seine Intelligenz sagen möchte. Er war ja Catcher gewesen, bestimmt war der total toll, super. Mhm. Aber halt mime ich jetzt halt nicht unbedingt so die Übergranate. Und er ist, wie gesagt, eingesetzt worden, wie man sich das vorstellen kann, läuft herum, grunzt, haut herum, schmachtet dann halt die Heldin an. Das ist im Grunde genommen das, was wir von King Kong kennen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Plus, er tut mir tatsächlich echt leid, wenn Bela Lugosi mit der Peitsche haut und so ein Kram. Und wenn er dann am Ende seinen Moment hat und den bösen Doktor halt in seine eigene Maschine einspannt, habe ich auch so gedacht, ja, geschieht hier recht. Ganz gut, Lobo, ganz gut. Ne? Der Film beginnt ja sogar damit, dass er geohrfeigt wird hier von Warnoff. Hm. Und das ist nicht nett von ihm. Also insofern, die Dynamik zwischen den beiden, also die finde ich sehr schön. Ja. Und dann tatsächlich, die Sets, die sind echt charmant. Also wir haben ja gerade geklärt, die hatten vermutlich gar nichts. Also kein Geld. Mhm. Beschreib mal die Sets für all die Menschen, 9 von 10, die uns zuhören und den Film nie gesehen haben und nie sehen wollen. Also wenn ich das gerade mitbekomme, sind zum Großen und Ganzen 3 oder 4 Sets. Du hast den Park. Ja. Das ist halt, also der Park ist jetzt auch übertrieben. Sie haben halt eine Ecke des Parks, da haben sie so eine Art Schlammloch kreiert, denke ich mal, wo sie halt den Gummikraken reingeworfen haben. Und darum spielt sie halt die gesamte, wie sind draußen Handlung, mehr oder minder ab. Dann wird halt mit einem Schlauch Regen gemacht, dann stehen sie halt vor dem Baum, der um dieses Schlammloch rum ist. Und wenn halt einer vom Monster gefressen werden soll, von der Krake, dann fällt er halt in dieses Schlammloch hinein. Mhm. Und regelt sich da halt rum. Dann hast du halt noch Außenaufnahmen von einem Haus. Ich denke mal, es war ein Modell gewesen. Ja. Ja, und dann hast du halt die Eingangshalle und halt so ein richtig putziges Labor. Und das ist halt das typische 50er-Jahre Mad Scientist Labor. Ach, das ist das schön. Hm. Ja. Also aufgemalte, warte mal, das sind doch glaube ich sogar die Mauern, sind aufgemalt. Die Mauern sind aufgemalt, ja. Mauern sind aufgemalt und dann steht da halt immer irgendwas herumblinkt, irgendwo wabert ein Reagenzglas mit Rauch raus, als wo du halt immer so genauso denkst, was experimentiert der Mann da eigentlich, was ist das? Aber ist ja völlig egal, da blitzt und blinkt irgendwas, alles super, so muss das sein, verrückter Wissenschaftler, das wird für ihn schon Sinn ergeben. Wenn nicht, dass ich da über ihn urteile, der Mann ist ein Genie, gell? Ja. Dann gibt es, glaube ich, also eins gibt es noch. Das ist dieses Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, wo halt so ein paar Dialogszenen sind, wo halt auch dann später Dr. Warnoff halt mit dem Vertreter seines Landes spricht. Ach so, ja. Richtig, und noch eine Polizeistation fällt mir gerade ein. Ja, mit einem Vorraum, ne? Ja. Mit einem Vorzimmer. Hm. Aber das ist halt alles mehr oder minder so, keine Ahnung, ganz klar so eingerichtet, wenn ich jetzt sagen würde, boah, wir brauchen schnell ein Polizeibüro. Hat jemand einen Schreibtisch gestellt in mein Wohnzimmer? Wir drehen das jetzt mal schnell ab. Ja. Ich vermute mal, mehr Menschen, die uns zuhören, haben Plan 9 gesehen als diesen Film. Und man sollte hier an der Stelle mal ausdrücklich sagen, dieser Film sieht sehr viel besser aus in Sachen Sets als Plan 9. Also du hast dir eigentlich kaum je einen Moment, in dem hab die dein Glauben an die Wahrhaftigkeit der Szenerie irgendwie in Frage gestellt wird. Bis eben auf diese falschen Pflastersteine, Mauersteine, die im Hintergrund. Aber die sind eben schon so offensichtlich falsch, dass ich tatsächlich, ich möchte jetzt irgendwie da nicht zu viel reininterpretieren, aber ich tue es trotzdem mal. Die sind eben so offensichtlich auch
falsch, artifiziell überhöht, dass ich schon das Gefühl habe, dass Edward D. Wood und wer auch immer sein Set-Designer da war, schon auch ganz bewusst auch mit diesem Stereotyp, mit diesem Klischeespiel, mit diesem Bild, was wir eben von solchen Sets haben, mit dieser Bühnenhaftigkeit. Weil sie versuchen ja nicht mal irgendwie annähernd realistisch auszusehen. Das ist eben ganz offensichtlich eine Tapete. Mit, ich weiß nicht, kennst du diese Leo Leoni-Bücher mit Frederik de Meuserich und so? Leider nicht. Nein, okay. Das ist eben auch so, das sind so Scherenschnitt-Kinderbücher und so sieht eben auch diese Wand aus. Das ist durchaus möglich, dass er sich, weil ansonsten kann man ja ganz offen sagen, also der Film wird ja nicht so tongue-in-cheek gemacht, sondern das ist ja ein, ich glaube, ich unterstelle mir sogar, dass er tatsächlich gewisse Ansinn rüberbringen wollte, weil hier halt, es gibt auch einen kurzen Monolog darüber, was die Atomkraft mit dem Wetter macht und dem ganzen Kram. Mhm. Und tatsächlich, ja, das ist durchaus möglich, dass ich gedacht habe, nee, komm, aber hier spielen wir mal so ein bisschen lustvoll mit den Klischees. Ich meine, wir haben hier Blubberreagenzgläser und Blitzemaschinen. Ja. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ich glaube, es spricht Kinder unheimlich an, würde ich mutmaßen. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen mit meinem Sohn, aber ich habe das mir so angesehen diesmal und dachte, ich glaube, als Kind hätte ich das super gefunden. Also diese Maschinen einfach auch nur, wenn die nicht so richtig startet und dann immer so wieder irgendwie quasi mehrfach den Anlasser, so klingt es zumindest, drücken muss, bis die Maschine dann startet und dann diese Neonröhren leuchten. Das ist schon toll. Das wäre sowieso eine, also das ist eine gute Idee. Daran habe ich gar nicht gedacht, wie würde man wohl als Kind diesen Film sehen, also Kinder gucken vielleicht auch noch mit viel Glück und Gottvertrauen noch was Weißes, weil die noch nicht so auf dieser Hipniswelle schwimmen. Würden die den Film gruselig finden oder würden sie hier mit Lobo sympathisieren, weil der von dem bösen Doktor gehauen wird? Würden sie den Doktor gruselig finden? Würden sie sagen, ach, der arme Doktor oder der ganze Kram? Eigentlich ganz interessant. Oder würden die das alles für bare Münze nehmen und mit offenem Mund davor sitzen und sagen, boah, das war ja gruselig. Ich nehme an, Kinder im Grundschulalter würden schon noch gruselig finden. Und alle, die älter sind als 10, wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber er hat ja schon, ich finde, authentisch gruselige Momente und auch einige sehr, sehr packende Momente. Ich finde zum Beispiel diesen Faustkampf, unabhängig davon, was jetzt Edward über seinen Hauptdarsteller sagt, den Faustkampf da zwischen Tony McCoy, der eben Lieutenant Dick Craig spielt, und Thor Johnson, also Lobo, den finde ich zum Beispiel ganz toll. Der wirkt unglaublich authentisch. Auch so langsam, wie der ist, ne, wie die sich bewegen. Nicht so hyperkinetisch wie in modernen Actionfilmen, wo alles ganz schnell geht und irgendwie Leuten Handkanten ins Gesicht geschlagen werden, drei Stück pro Sekunde. Das ist alles so, die taumeln dann eben so durch die Szenerie und man hat wirklich das Gefühl, dass dieser Kampf hat Gewicht. Denn der ist zum Beispiel, der ist echt toll. Also ohne Flachs. Gut inszenierter Moment. Aber auch der Oktopus, ich finde, naja, der hat eben keine Animatronik, ne? Ja. Aber ist schon ein toller Oktopus. Also, ja. Der sieht schon gut aus. Und jetzt mal ganz simpel gesagt, wenn mir jetzt irgendeiner kommt und sagt, haha, der Oktopus, dann könnte ich auch so sagen, ja, guck dir mal irgendwelche frühen Filme von Roger Corman an. Der hat das genauso gemacht. Da, keine Ahnung. Ach, wir haben hier irgendwie ein Fellkostüm und einen Wald. Machen wir irgendwie einen Endzeitfilm draus. Oder irgendwas, sag mal, Atomkrieg. Ist ja eh alles kaputt. Brauchen wir keine Aber André, der hatte aber auch, Corman hatte aber auch einen schlechten Ruf, zumindest als wir jünger waren. Also wir sind ja schon. Ja, aber heutzutage nichts, wenn du heutzutage ankommst und sagen wirst, hier Roger Corman, ach, dieser Auteur, das ist ja, das sind ja Metaebenen drin, was dieser Mann gemacht hat. Ha, Ed Wood, ja, Oktopus, lustig. So wär's doch. Aber als ich zum Film fand, in den 80er Jahren war Corman, hab der Trashmeister schlechthin, der war eben der Inbegriff des billig produzierten, runterproduzierten Films. Klar, mittlerweile wird sein Werk in Special HD Editions neu aufgelegt mit akademischen Audiokommentaren, aber vor 30, 40 Jahren war Corman so ziemlich das allerletzte. Also ja, das war gut. Das, was du im untersten Videothekenregal fandst. Ja gut, aber er hat halt seine Anerkennung bekommen, während wir hier immer noch in einem kleinen, beschaulichen Podcast versuchen. Nee, klar. Corman hat die Anerkennung bekommen, weil er eben Nicholson groß gemacht hat und Carradine und Stallone und hat eben all diese Paul Bartel und Mary Voronoff, über deren Namen ich immer stolpere und so. Und all diese tollen Leute, die dann später super, Scorsese, die super bekannt wurden. Edward Wood, die Wood Jr. hatte sie eben nicht, leider. Er hatte halt nur in Anführungszeichen Bela Lugosi, der übrigens eine tolle Sterbeszene hat. Gut, die Sterbeszene, sich ist mit der Krake, das ist halt, ist auch noch gut. Aber ich meine halt die Stelle, wo Lobo ihn in seine eigene Maschine einspannt, wo er die ganze Zeit vorher versucht hat, diese Übermenschen zu kreieren, die alle gestorben sind. Und dann liegt er da und schreit und dann wird Lobo bedient die Maschine. Das ist ein absolut treffender, dramatischer Moment.
Und das Fiese ist ja, da hatte ich ja mal einen Moment hier der übersteigenden Interpretationslust, das habe ich auf Letterboxd auch dann irgendwann verewigt, wo ich da gemeint habe, das ist ja im Grunde genommen, da ist mehr Tragik in dem Film drin, als ich vielleicht auch Wood vielleicht selbst gedacht hat. Aber du hast ja diesen Doktor, der vegetiert seit, keine Ahnung, seit Jahrzehnten auf der Welt rum, tötet Menschen links und rechts, nix klappt bei seiner Schaffung des Übermenschen und dann muss der in Anführungszeichen Tumbi-Idiot ihn da nur reinspannen und muss dann feststellen, ja meine Güte, du hattest die ganze Zeit in dir selbst drin gehabt. So eine Scheiße. Die ganzen verschwendeten Jahre für den Arsch. Du hättest nur mal genauer in dich selbst reingucken müssen. Das ist, ich gebe jetzt zu, gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen viel für den Film, wo Leute mit einem Gummioktopus im Schlammloch herumbalgen. Aber das ist, wenn du es genau überlegst, ist es eigentlich echt tragisch. Das ist mehr, als ich so einem Film normalerweise in Anführungszeichen zugestehen würde. Das sind halt, also, da sind ein paar Sachen drin, wo ich so denke, ja, nee, Ed Wood war echt nicht doof. Der wird sich schon ein paar mehr Gedanken gemacht haben und er hat vielleicht auch zumindest auf der unterschwelligen Ebene die Möglichkeit, Sachen rüberzubringen, die du so nicht erwarten würdest. Ja, definitiv. Das ist ja auch gut dokumentiert, dass auch Ed Wood größere, ambitioniertere Pläne hatte, auch inhaltlich mit dem Film. Und warum das dann scheiterte, darüber gibt es da widersprüchliche Aussagen. Aber das basiert ja auf dem Skript von ihm selbst, an dem auch andere mitgearbeitet haben, namens Bride of the Atom. Und es ist ab schon so ein bisschen, zahlt ab schon auf irgendwie auf nukleare Bedrohung, Kalter Krieg und solche Themen eben ein. Und angeblich sei es irgendwie auf Druck der Produzenten oder wem auch immer geschehen. Es gab da irgendwie, da wird da einiges genannt, aber das ist eben auch teilweise widersprüchlich. Warum Edward dann gesagt wurde, nee, das muss alles raus aus dem Film. Der kann doch nicht Bride of the Atom heißen, der muss irgendwas Unverfänglicheres haben. Es darf irgendwie keine Anspielung drin enthalten sein auf US-Sowjet-Politik und irgendwie Kriegsgeschehen. Und die beiden Russen dürfen nicht Sowjetbürger nicht als solche erkennbar sein und ach, also er musste angeblich darum kämpfen, jegliche politische Spannung in dem Film drin zu behalten. Okay, was aber ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich ehrlich bin, weil das wäre doch gerade die Zeit gewesen, wo man sagen könnte, hier guck mal, der böse Russe, das war doch gerade die Zeit, oder? Ja, ist merkwürdig, es wird ja auch, also sein, du sagst ja schon, sein Landsmann, also hier Professor Wladimir Strausky, der, ich glaube, warum ist der, will er nicht dabei sein bei der polizeilichen Ermittlung, weil er nachts nicht rausgeht oder so? Er lässt irgendwie sowas fallen, irgendwie so ein fadenscheiniger Grund, warum er nicht dabei sein kann. Ja. Der ist ja auch offenbar ein russischer Staatsbürger. Also, und der arbeitet bereitwillig mit der Polizei zusammen. Es wird doch niemals kommentiert, dass es ja möglicherweise ein Bad Guy sein könnte. Nee, der ist schon integer, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ja, gesehen habe, den Film. Ja, aber er kommt doch dann zu Dr. Voronoff und sagt ihm auch, der kommt doch wieder zu nach Hause. Wir wollen dann bei uns zu Hause eine Armee der Übermenschen kreieren, damit wir die Welt beherrschen können. Ja, das schon, natürlich. Also hinten raus ist er natürlich auch ein Bad Guy, aber irgendwie, wenn er der Polizei seine Hilfe anbietet. Ach so, ja, das stimmt, das sagt er auch. Stellt niemand seine Integrität in Frage, was merkwürdig ist für die damalige Zeit. Ach so, ja gut, das stimmt natürlich, ja. Vielleicht. Aber die Polizei ist sowieso merkwürdig. Ich meine, die bezieht ja auch ihre Nachrichten, ihre Neuigkeiten aus den Tageszeitungen in den eigenen Feldern, die sie ermittelt. So. Unten steht was Neues zu unseren Feldern in der Tageszeitung. Na gut, der Polizeichef muss halt mit seinem kleinen Kanarienvogel, was da ist, herumspielen. Oh, ja, schön. Ne? Das ist aber irgendwie niedlich. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, auch das ist ja toll. Da hat Ed Wood anscheinend gemerkt, der Schauspieler hat einen kleinen Vogel. Warum nicht in den Film mit hineinbringen? Das hat ja dann später auch Marlon Brando in Der Pate gemacht, wo eine Katze am Zettel rumspielt, streichen wir die Katze. Ja, so ist das halt. Du siehst, Ed Wood hat da ganz viel vorweggenommen. Und er ist auch in solchen Momenten, muss man sagen, bewusst komisch, einfach bewusst lustig. Ja. Es kann mir niemand erzählen, dass Mr. Wood solche Szenen gedreht hat und gedacht hat, oh, das gibt der Figur Tiefe, wenn hier der Kanarienvogel irgendwie an der Speckfalte im Hals knabbert oder so. Oder wenn hier Janet zum Beispiel sagt, sagt sie irgendwie zum Chief, haltet ihr immer noch an eurer Theorie mit dem menschenfressenden Alligator fest, also was die ganzen Todesfälle da betrifft im Wald? Das ist natürlich das soll witzig sein. Ja, natürlich. Offensichtlich. Und ist auch lustig. Genau, do you stick to the alligator devouring routine? Was auch immer das heißen soll. So von wegen, das sei das Allheilmittel, so die gängige These für ungelöste Mordfälle. Ein Alligator haben wahrscheinlich die Opfer verspeist oder so übel zugerichtet. Es hält die Statistik rein. Ja, natürlich, klar. Es ist einfacher als psychopathische Wissenschaftler, wahnsinnige Wissenschaftler zu jagen, zu fangen, wie auch immer.
Ja. Ja, nee. Ist ein feiner Film. Also ist jetzt vielleicht nichts, wo ich jetzt sagen würde, ein Klassiker für die Ewigkeit, das wäre jetzt auch ein bisschen hochgegriffen jetzt mal, ganz ehrlich gesagt, aber das ist ein feiner Film. Also wenn man jetzt so sagt, ja, also 50er Jahre B-Kino so mit all den kleinen Klischees, diesen ganzen charmanten Klischees, das ist dann echt, da würde ich den Film jedem echt empfehlen. Also ich jetzt. Ja, genau, er hat seine Defizite, aber nicht mehr als andere Filme dieser budgetären Klasse, dieser Machart, auch mit der Zielgruppe, für die der Film offenbar gemacht ist. Das ist eben lupenreiner, einfach Fantasy-Horror-Exploitationer. Das ist gute Unterhaltung für 70 Minuten, finde ich auch. Und es ist, sieht alles nicht halb so inkompetent aus, wie jetzt in Ed Wood, also dem Tim Burton-Film, porträtiert. Also ja. Sie haben ja zum Beispiel auch diese ganzen Archivaufnahmen vom Octopus dann noch darüber immer gelegt. Die guckt sich dann hier Bela an. Ich glaube, die werden aber auch im Tim Burton-Film gezeigt. Die sehen schon sehr gut aus. Also Unterwasseraufnahmen von echten Kraken. Und am Ende hier, wenn Lugosi stirbt, dann haben sie auch, da legen sie dann, glaube ich, auch so Pyro-Effekte über das Bild und Stock-Footage hier von einer nuklearen Explosion, ja, von einem Atompilz. Das kaschiert auch diverse, ja, natürlich, Shortcomings dieses. Natürlich muss ich dir jetzt nichts erzählen, nicht wahr? Da hat natürlich hier Kiss Me Deadly von geklaut, nicht wahr? Atomexplosion am Ende, ne? Ganz klar. Oh, Spoiler. Ja. Toller Film, einer der besten aller Zeiten. Ein sehr schöner Film, das stimmt. Ja, ich benutze gerade noch Letterboxd, weil ich eben so, ich habe letztens irgendjemand gesehen, der hat den Film gelockt mit 2,5 Sterne und schrieb dann irgendwie, ja, so toll ist der auch nicht. Und ich dachte, okay, unfollow. Das ist nicht gut. Da bin ich sensibel. Ja, das kann man ja verstehen. Ja, nee, right off the box. Konnte mir ein bisschen Lust machen vielleicht auf den Film, ja. So, und jetzt zum Trash-Meisterwerk, oder was viele für das solche halten, dessen Ruf herrührt aus einem Buch von Harry Medved, The Worst Movies Ever Made, glaube ich. Medved ist, glaube ich, auch der Co-Initiator der Razzie Awards, ist das richtig? Möglich. Ich habe seine Karriere jetzt nicht so verfolgt. Ich auch nicht. Auf jeden Fall jemand, der im Filmgeschäft gescheitert ist und gedacht hat, okay, dann baue ich eben den Rest meiner Karriere darauf auf, dass ich mich lustig mache über andere, die es wenigstens versucht haben. Und er hat eben auch ein Buch geschrieben, ich glaube 79 oder 78, The Worst Movies Ever Made. Und daher rührt eben auch dieser Ruf, den Ed Wood bzw. Plan 9 from Outer Space insbesondere innehat, als schlechtester Film aller Zeiten. Das basiert auch zurzeit auf Fehlannahmen zum Teil. Zum Beispiel hört er, weil er angeblich eine schlechte Kopie damals gesehen hat, mutmaßlich eine schlechte Kopie gesehen hat, hört er in Bride of the Monster, wie Bela Lugosi angeblich sagt, hier Lobo, ist es harmless, ist es a kitchen? Und wenn man den Film sich nochmal anguckt, hört man, nein, der sagt Kitten. Wahrscheinlich hast du einfach nur entweder einfach gelogen frech oder einfach eine Kopie gesehen, wo der Ton kaputt war. Aber über Plan 9 ledert er richtig ab und kennt ihn dann noch an. Offiziell wird er gekürt, glaube ich, auch auf, weiß ich, ob es irgendwie eine Leserumfrage gab, wird er da in diesem Buch zum schlechtesten Film aller Zeiten gekürt. Aus dem Jahre 59 ist der Film, genau. Und ich lese kurz die OFDB-Inhaltsangabe vor. Die hat ebenfalls Moonshade geschrieben, bevor wir über den Film sprechen. Okay. Zwei Außerirdische, deren erste 8 Pläne zur Erringung der Weltherrschaft wohl absolute Schüsse in den Ofen waren, greifen zu Plan 9 und beginnen mit der Erweckung der Toten, um die Lebenden gänzlich um die Ecke zu bringen. Das klappt nur bedingt, denn auch wenn die Retter der Menschheit reichlich beschränkt daherkommen, sind sie immer noch besser als die stupiden Aliens. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist schon mit sehr viel mehr Bitterkeit und Häme geschrieben als die andere Inhaltsangabe von Moonshade, die wir gerade vorgelesen haben. Ja, das stimmt. Was ist denn da passiert? Lässt gleich darauf schließen, wie er diesen Film findet. Ja, also anscheinend war er nicht so begeistert. Na, gleich mal die Frage an dich, wie findest du denn den Film? Ich finde ihn nicht so, also ich finde ihn nicht so schlecht, wie er überall gemacht wird. Man sieht, dass da sehr viel Mühe reingesteckt wurde, um so ein richtig episches Science-Fiction-Ding zu machen. Aber es scheitert halt leider doch irgendwie. Allerdings, eine Sache noch ganz kurz, bevor ich es dann irgendwann vergesse. Vielleicht ist es mir einfach auch entfallen oder ich habe mal gerade weggeguckt oder sowas in der Richtung. Überlese ich, die ersten 8 Pläne sind gescheitert, nur wenn das Ding Plan 9 heißt. Wird irgendwo mal echt gesagt, die ersten 8 Pläne waren Müll. Vielleicht haben sie einfach eine Schublade, wo lauter Pläne für sonst irgendwas drin sind, die außerirdischen. Und sie denken sich halt, hier, Plan 9. Ja, der klingt gut. Weil ich höre echt nirgendwo, dass die 8 Pläne gemacht haben, die gescheitert sind. Also. Ich meine auch nicht. Also. Also ich meine, sie erklären ja auch später, was sie da wollen auf der Erde. Und es hat eigentlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Plänen zu tun. Aber
Weiß der Geier. Also Lost in Translation im Laufe der Jahrzehnte. Wir haben ja auch schon mal Bride of the Monster gesehen, dass der Film eben auch nicht unter diesem Titel ins Kino kommen sollte. Und ich kann mir bei Plan 9 from Outer Space eben auch vorstellen, dass sie, dass es da eine Titeländerung gab. Ja, aber irgendwie. Die Sache, also das ist eine ganz drollige Anekdote, warum der Film jetzt halt, also er sollte ja eigentlich Grave Robbers from Outer Space heißen. Ja, richtig. Das wird ja auch im Vorspann von Criswell, der ja ganz eindeutig seinen Text nicht behalten konnte und alles abliest. Man sieht ja seine Augen immer hin und her wandern. Ja, und diese kurzen Momente des Innehaltens, wo er so mitten im Satz eigentlich im Punkt setzt gedanklich und ach, der Satz geht nur weiter. Und das ist ja so gewesen, Ed Wood hat das Geld ja von einer Baptistengemeinde bekommen, die gedacht hat, die den Plan hat, also die hat er wohl damit geködert, dass er gesagt hat, ja, und mit dem Geld machen sie richtig Gewinn und dann können sie ihre geplanten Bibelfilme nämlich drehen. Und das haben die geglaubt, aber dann halt während des Films stellten sie fest, ja, hier lebende Tote und hier, das ist ja gar nicht so gut mit Christentum und so und der Titel Grave Robbers geht gar nicht und deswegen halt Plan 9. Ja, wie Plan 9? Ja, doch, genau so. Ja, gut, dann bitte. Weil er braucht ja das Geld. Und das... Ja. Und ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber ein paar von, die mussten ja alle getauft werden, weil ansonsten hätten die Baptisten nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Ja, stimmt. Das ist auch in dem Buch beschrieben, auch im Film sehr schön gezeigt. Mhm. Richtig. Ja, das mit dem Plan 9 ist, es legt unnötig viel dramaturgisches Gewicht auf diese Komponente. Was ist denn, was sind denn die bisherigen 8 Pläne? Sind sie gescheitert? Wurden sie einfach nicht umgesetzt? Wie auch immer, der Titel ist tatsächlich da so ein bisschen hinderlich. Steht im Film da so ein bisschen im Wege, weil tatsächlich, ich glaube, außer so mit ein, zwei Sätzen, die mehr im Vorbeigehen geäußert werden, spielt diese ganze Plan 9 und Plans 1 to 8 Sache keine nennenswerte Rolle in dem Film. Wie überhaupt die Handlung nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Über weite Teile. Ja, das gut. Also ich sag mal so, da hat das Budget ganz eindeutig im Weg gestanden. Ja. Also keine Ahnung, würdest du diese Handlung heute machen mit Computereffekten? Also im Großen und Ganzen geht es ganz einfach darum, Außerirdische wollen der Welt einen Warnschuss geben und deswegen erwecken sie Tote. Das könnte, also mit der Handlung könntest du heutzutage vermutlich einen Multimillionenfilm machen mit Computereffekten, mit Massen von Zombies, die über die Erde wandeln. Dann explodiert da hinten irgendwas und kein Mensch würde auffallen, dass die Handlung, ja, intelligent ist jetzt nicht gerade, oder? Und das ist halt das Problem hier. Der hat halt keine wirklichen Schauwerte, womit halt die im Grunde genommen beschränkte Handlung kaschieren könnte. Na, aber da hat schon was so in dystopischen und gerade so in diesem Nuklearangstfilm, Paranoia-Film eigentlich ganz gut funktioniert, nämlich aber diese, ihr Menschen seid die wahren Monster-Pointe. Ja, gut. Nur halt. Also ich kann mir schon vorstellen, warum Wood das gemacht hat, was er gemacht hat. Also ich glaube, er hat gedacht, das ist bestimmt ein Moneymaker, weil das zieht gerade so. Hm. Ich habe irgendwo gelesen, aber dass der Film vor der Tag, an dem die Erde stillstand, herausgekommen ist. Ja. Möge jetzt Gott behüten, dass ich jetzt sage, ja, der hat davon geklaut. Aber halt, da kommt, ist ja auch diese ganze Sache, wo dieses große Plädoyer an die Menschheit kommt, ja, lebt in Frieden zusammen, ansonsten passiert was Schlimmes. Ich will jetzt Plan 9 vielleicht nicht mehr Kredit geben, als er verdient, aber im Kern ist der Film dahingehend ein bisschen mutig, eine humanistische Botschaft in eine Zeit in die Welt hinaus zu posaunen, wo ja gerade der böse Russe vor der Tür steht und Amerika der Meinung ist, nee, eigentlich ist jetzt die Zeit gekommen, mal langsam aufzurüsten, weil jederzeit kann der Kommunismus ja kommen. Da ist das eigentlich schon recht unüblich, was er da gemacht hat und halt in diesem Zeitkontext ist das von Ed Wood eigentlich recht cool, um es mal ganz klar zu sagen. Es ist cool, es ist aber es ist nicht einmalig. Also 1953 kam schon It Came From Outer Space raus, aus dem Weltall, was im Grunde ja eine was Plan 9 leicht variiert. Im Grunde ist es dieselbe Handlung fast. Okay, ja. inklusive der Botschaft am Ende so, die Aliens wollten eigentlich nur Gutes. Ja gut, okay, zugegebenermaßen. Aber es war zu dem Zeitpunkt nicht die übliche Sache. Zu dem Zeitpunkt war es immer nur so gewesen, was aus dem Weltall kommt, tunlichst vernichten. Oder? Ja, richtig, klar. Insofern, ja gut, hat It Came From Outer Space halt auch schon ein bisschen kompetenter hinbekommen, aber es war halt noch nicht so in das Bewusstsein eingedrungen, dass das Fremde auch gut sein kann, sondern das Fremde ist eine Bedrohung. Vor allem, ja, natürlich.
Insofern. Und die Angst, die schürt ja auch der Film. Und die schürt auch Criswell mit seinem ominösen Voice-Over, der immer auftaucht an den ungefragtesten Momenten. Mhm. Und dann sagt so: Ja, was ihr hier seht, sieht vielleicht nicht schrecklich aus, aber es ist furchtbar. Ja, er muss sich doch überzeugen. Also. Mir fällt gerade auf, ich muss echt an mich halten, um jetzt nicht doch ein bisschen über den Film zu spotten, wenn ich ehrlich sein darf. Also, der Film bietet leider eine ganze Menge Ziele dafür. Ich sage nur, der Friedhof, ja. Der ganz offensichtlich multireligiös eingerichtet ist, weil da stehen christliche Kreuze zwischen Gräbern mit Davidstern. Ja. Wobei jetzt halt Gräber und halt, und wenn ich mir die Kreuze so angucke, frage ich mich echt, wie die Gräber, die dazu gehören, gegraben wurden. Weil in diesen Abständen müssen wenigstens 4 Tote nebenein ganz klar im gleichen Loch vergraben worden sein. Dass sie zwischendrin umfallen, gehört halt zum guten Ton. Ich bin jetzt gerade gehässiger, als ich eigentlich sein möchte, aber der Film hat das Herz und rechten Fleck, aber man merkt halt ganz einfach, es war kein Geld da und deswegen sind die ganzen Ambitionen leider. Es gibt eine gute Szene im ganzen Film. Also eigentlich 2 gute Szenen im ganzen Film, wo ich ganz ehrlich sage, nee, doch, da hätte was draus werden können. Das eine ist halt die eine Szene mit Bela Lugosi vor dem Haus, wo halt die Rose nimmt und weint. Die Szene ist ja einfach nur so gedreht worden für irgendwas später. Aber selbst, und Lugosi hat ja hier keinen Text mehr, aber selbst in diesem kurzen Augenblick merkt man halt ganz einfach, ja nee, das ist eigentlich groß, was er da macht. Er hat ja, die Szene existierte für nichts und trotzdem der Mann hat Charisma, man sieht, dass er wegen irgendwas traurig ist. Die finde ich, ganz ehrlich gesagt, die Szene ist gut. Wie sie eingesetzt ist, gut, ja. Aber die Szene für sich an sich genommen ist okay. Und ich mag tatsächlich die Szene, wo der Charakter von Thor Johnson, also der Kommissar, aus seinem Grab aufersteht, von unten beleuchtet, dieser wuchtige Körper mit den dann schon eingesetzten Kontaktlinsen und halt diesem heruntergezogenen Mundwickeln, die langsam aufsteht und sich aus dem Grab erhebt. Das ist der eine Moment, wo ich denke, das sieht durchaus unheimlich aus. Da wäre der ganze Film mit sowas, der wäre echt gut. Aber ja. Dann wird halt umgeschnitten auf dann irgendwann später auf das Grab, das von den Proportionen gar nicht stimmen kann, wo man halt sieht, da wurde irgendeine Art besserer, weiß ich nicht was, Pflasterstein über den Buddelkasten gelegt und der fällt halt rein. Das zerstört es wieder so ein bisschen. Aber der Film hat seine Momente, die nicht schlecht sind. Eigentlich sind alle Szenen, in denen Thor Johnson, also der zombifizierte Thor Johnson auftaucht, eigentlich ganz gut. Also die beiden Kontaktlinsen, die er hat, die sind echt gut, also das harmoniert echt gut, ganz ehrlich. Das meine ich jetzt ohne Häme. Thor Johnson funktioniert in dem Film tatsächlich ziemlich gut. Ja, als Untoter auf jeden Fall. Ja. Davor ist es eben schwierig. Also er hat einfach mit seiner Aussprache zu kämpfen, weil er hat vielleicht einen angeborenen Sprachfehler oder einen durch seine, vielleicht auch einen neurologischen Schaden durch seine Kämpfe, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war's. Er quält sich durch seinen Dialog. Ich glaube, es ist eher so gewesen, er kommt doch aus Schweden oder sowas in der Richtung. Das ist, glaube ich, schlicht und ergreifend die amerikanische Sprache. Ist einfach nicht sein Ding. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass halt so die Betonung an der richtigen Stelle ist nicht so seins, wenn er jetzt Englisch sprechen muss, aber er hat auch nicht viel Dialog. Ist ja mehr oder minder, ja, hallo, hier bin ich. Ja, ich finde eigentlich immer ganz charmant. Das ist ein guter Schachzug zu sagen, wenn du eben einen Schauspieler hast, der Englisch nicht als Muttersprache spricht oder die Sprache des Produktionslandes des Films nicht als Muttersprache spricht, dann gib ihm doch vielleicht auch einen ausländischen Namen. Deswegen ist eben auch immer so lustig, wenn wir, weiß nicht, Schwarzenegger als John Matrix sehen und dann spricht er eben mit einem fetten steirischen Akzent. Und hier ist es eben auch lustig, dass der Inspektor Dan Clay auf der Bildfläche auftaucht und dann eben so mit einem skandinavisch gefärbten Englisch sich da mühsam quält durch seine Dialoge, bevor er dann ganz schnell sterben darf und dann eben auch nur noch aufstöhnen darf. Und das kann er sehr gut. Ja, also stöhnen hat er drauf. Plan 9, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann gut nachvollziehen, warum er diesen Titel trägt oder trug. Ich glaube, mittlerweile würde keiner mehr sagen, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Ich meine, wir haben mittlerweile einfach eine ganze, wir leben ab im Post- ironischen Zeitalter, neo-postmodernen Dingens, irgendwas, in dem es eigentlich nur noch Ironie gibt und überhaupt nichts mehr, was man irgendwie auch so meint, wie man es sagt. Insofern ist eben ein Film wie Plan 9 from Outer Space, der schmerzhaft ehrlich ist, in jeder Sekunde überhaupt vollkommen ungeeignet mittlerweile, um als schlechtester Film aller Zeiten zu gehen, weil er eben so offenkundig auch inkompetent ist oder einfach an seinen
budgetären Schwächen, inszenatorischen Inkompetenzen und so krankt. Das ist eben einfach, also es ist, zudem ist eben auch, also die Zeit, in der der Film als schlechtester Film aller Zeiten bezeichnet wurde, ist auch bezeichnend. Das war eben Ende der 70er Jahre. Ich glaube, schon 10 Jahre später hätte das keiner mehr gesagt. Da muss doch nicht mal das Internet für da sein. Ich möchte jetzt irgendwie auch nicht alles darauf auf Twitter und Co. schieben, wo irgendwie die Leute alle den ganzen Tag nur LOLs und Roffels verschicken. Es ist, ich glaube, schon im Zeitalter des Direct-to-Video-Zeugs und irgendwie Leute, die irgendwie Amateur-Horrorfilme auf High 8 oder so drehen, wäre das schon nicht mehr durchgegangen als schlechtester Film aller Zeiten. Also schon nach, keine Ahnung, Violent Shit 1 wäre das hier durch gewesen. Also hätte keiner mehr gesagt, 10, 15 Jahre später, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Überraschend, ich hatte genau den gleichen Film gerade im Kopf. Das ist einfach, also es ist, dafür ist der Film eben auch einfach doch zu liebevoll gemacht. Man sieht eben auch, woran er krankt, dass nicht alles echte Schauspieler sind, dass die kein echtes Talent haben, dass eben sehr viel Stock-Footage ist, dass die eben auch Szenen gedreht haben, die offensichtlich komplett kontextfrei sind, wie die Lugosi-Szene, aber auch die Frau in der Telefonzelle, von der dann Criswell sagen muss, ne, sie sieht gerade Aliens, obwohl nichts in der Szene das hergibt, dass sie Aliens sieht, außer dann irgendwie Schnitt zu dieser Radkappe, die über den Himmel da fliegt, durch den Himmel fliegt. Ja. Der Film ist einfach viel zu nett, ja, um, glaube ich, heutzutage noch wirklich verachtet werden zu können. Aber ich muss eben auch sagen, er ist weit davon entfernt, um mich dazu bewegen zu können, ja, ich gucke den authentisch gerne. Das ist ein eigentlich heimlich guter Film, weil das ist er nicht. Er ist natürlich nicht gut und ich kann auch über vieles nicht hinwegsehen. Ich glaube, ich tue mich leichter damit, über vieles hinwegzusehen, was viele Leute so lustig finden, nämlich diese ganzen Anschlussfehler, umfallende Kulissen, Plotholes oder so. Ich glaube, das tört mich jetzt gerade gar nicht so an, weil das tört mich irgendwie in keinem Film an, darauf besonders zu achten. Ich habe eher damit zu kämpfen, dass ich den Film für als überfrachtet empfinde. Überfrachtet mit Handlung, überfrachtet mit Figuren. Und ich glaube, der Film täte gut daran, hätte er das so ein bisschen, was sein Personal betrifft, runtergeköchelt auf das Maß, das eben so die Rache des Bürgers hat. Mhm. Nämlich so mit 4, 5, 6 handelnden Figuren, zentralen Figuren. Und bei Plan 9 habe ich irgendwie das Gefühl, so spätestens ab Minute 30, ich habe sie mit 12, 13 handlungstragenden Protagonisten zu tun. Und keiner steht wirklich jemals so eindeutig im Vordergrund. Und das macht es wirklich schwer, so eine größere Liebe zu entwickeln für Plan 9. Einfach zu viel Personal. Zu viel. Das stimmt. Und auch zu viel, wie du gesagt hast, auf der Handlungsebene. Wir haben ein bisschen geschäkert zwischen den beiden Hauptdarstellern. Wir haben eine Art, die Regierung, die verheimlichte UFO-Sichtung. Wir haben, um Gottes Willen, die Toten sind auferstanden. Wir haben noch herumgestänkert zwischen Außerirdischen, weil der eine wird ja so ein bisschen degradiert. Wir kommen auf die Erde, um euch mal die Leviten zu lesen. Das sind jetzt schon deine 5. Und die haben wir noch 1, 2 vergessen, weil die nur ganz kurz angeschnitten werden. Und das, ja, das stimmt. Im Grunde genommen, also hätte er jetzt nur gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt, keine Ahnung, auf irgend so einen zünftigen Zombie-Film, wäre vielleicht besser gekommen. Ja, ich frage mich auch tatsächlich, woher das rührt, ob das vielleicht auch Menschen waren, die irgendwie mit dieser religiösen Gemeinschaft zu tun hat, mit dieser Baptistengemeinde zum Beispiel, die das Ehepaar da spielen, diesen Army-Captain oder Lieutenant, der mit seiner Frau auf der Terrasse ist, die ja über weite Strecken nichts zu tun haben, bis sie irgendwie so notdürftig in die Handlung eingebunden werden, so zur Halbzeit, die aber erstmal, glaube ich, mehrere Szenen haben, minutenlang, in denen sie nur sagen, guck mal, hast du das am Himmel gesehen? Ich weiß nicht. Was das wohl sein könnte. Und dann irgendwie später die Handlung so reinkommen, aber auch nicht so wirklich. Ein weiterer Handlungspunkt, das war der 6. Ja. Ist einfach überfrachtet, sagt man, glaube ich. Ich denke, das trifft es ganz gut. Weil die Ideen sind ja schön. Ich meine, alleine hier Zombies, Aliens über Hollywood, das sind ja tolle Bilder, die man auch im Kopf hat. Und der Film setzt sie eigentlich auch ganz hübsch um. Mhm. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht gemacht. Klar sind das Radkappen. Aber wäre besser machen, ne? Ja, wollte ich auch ganz sagen. Besser machen. Also ich habe die Fäden nicht gesehen. Also zumindest nicht bei archive.org in dieser relativ schlechten Abtastung, die es da gibt. Ja, gut, okay. Vermutlich, wenn das irgend so eine... Ja, genau. In der 4K-Restauration siehst du sie garantiert. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das darf man auch keiner sehen. Vermutlich wird gerade irgendwo an der 4K-Restauration von dem Film gearbeitet. Mhm. Naja.
Es gibt eine 2K-Restauration von Manos, The Hands of Fate. Ja, der gewinnt garantiert davon. Ganz die habe ich hier im Regal stehen von Synapse. Schöne Blu-ray. Bestimmt, aber kurz off-topic, aber der Film war echt hartes Brot. Aber der ist genuin, wo ich so sage, Alter, jetzt lache ich mich nur noch weg. Der geht, das ist doch immer so, nur anderthalb Minuten war eine Rolle, schnitt dann zum nächsten. Und deswegen ist der Film so völlig auseinandergerissen. Also Manners ist, den habe ich echt nur in, sorry, ich weiß, es ist die Ursünde, aber den habe ich echt nur in der Mystery Science Theater 3000 Fassung. Nee, das kommt zu ertragen, ja. So als Film. Während man den hier wirklich weggucken kann und danach kann man dann immer noch sagen, ja gut, war jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding, hat schon Schwächen, offensichtlich, ist Manners wirklich schwierig anzusehen, ohne sich entweder dabei abzuschießen oder sich das irgendwie schön kommentieren zu lassen, weil wie sagt der Harald Schmidt irgendwie damals, da nimmt sich doch jemand Zeit für Bilder. Ja, genau. Das haben wir im Zusammenhang mit Kaffeetassen. Ja, nee. Aber ja, also Zombies war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weit verbreitet, oder? Naja, also Lugosi selber hat den Zombie-Film mitgespielt. Ich wollte diesen Brückenschlag gerade machen. Jetzt habe ich die Spiele ausweggenommen. Aber das war jetzt halt aber auch noch nicht, dass man sagen würde, ja, die waren schon fest angekommen irgendwo. Das war halt irgendwann Anfang der 30er Jahre White Zombie und der Walkmaster Zombie gewesen, aber dass man jetzt sagen würde, also in jedem zweiten Film ein Zombie, war ja auch nicht der Fall. Ich frage mich eben die ganze Zeit, sind das wirklich Zombies? Weil tatsächlich Lugosi, so wie sein Erscheinungsbild angelegt ist, also oder auch der hier Chiropraktiker, der ihn dann später spielt, Tom Mason, weil Lugosi ist ja dann auch verstorben, ne? Und also war schon lange vor dem Release, ich glaube 2 Jahre zuvor verstorben, und dann hat eben die Rolle dieser Laiendarsteller übernommen. Der ist schon so optisch nah an dem Dracula Lugosi und Vampira, also Myla Nurmi heißt die Darstellerin, die Schauspielerin, hat auch wenig Zombiehaftes, ne? Also, aber was ist mit? Ich weiß, die Dinger sind Zombies, ne? Sagt der Film mir, aber ich gucke mir die an und sage mir, nö, die scheint doch ein Bewusstsein zu haben, nicht? Ja, ich denke mal, da. Also, sie sehen so gepflegt aus, einfach, ne? Läuft ein Zombie so rum wie Vampira? Das wohl nicht, aber das ist wohl ganz einfach Ed Wood gewesen, der sich gedacht hat, oh, ich habe hier eine Fernsehpersönlichkeit, die muss ihr Kostüm anziehen. Ja, natürlich. Und Vampire, muss man dazu sagen, ist quasi so die Vorläuferin von Elvira. Genau. Was die Vorläuferin von der Wilden Hilde gewesen ist. Ich wollte, sorry, ja. Man muss es ja sagen, nicht wahr? Nee, ich finde das gut, dass hier jetzt eine Podcast-Episode für die Ü40-Crowd. Das ist total okay. Ja. Ja, wir mussten damals echt hartes Brot essen, um mal irgendwie einen halbwegs guten Horrorfilm zu gucken, Leute. Ihr wisst, wie gut ihr es habt. Mir fällt es tatsächlich schwer, hier so Lieblingsmomente rauszupicken. Da gibt Bride of the Monster mehr her. Also du hattest, glaube ich, schon so ein paar Lichtblicke erwähnt, inszenatorische. Ich kann auch sagen, was mir besser gefallen hat, was mir gefallen hat und was eben nicht. Aber die Freuden dieses Films sind rarer gesät als bei anderen Edward-Filmen, finde ich. Es sind dann irgendwie so einzelne Momente, die ich ganz hübsch finde. Wie gesagt, also du hast zum Beispiel Thor Johnson als Zombie erwähnt. Und klar, er hat Probleme, aus dem Loch rauszukommen, da im Boden. Aber die ganze Szene ist schon toll gemacht, auch wie die Gräber so in sich zusammenfallen, also die Erde quasi da irgendwie quasi eingesogen wird und dann eben Johnson da rauskommt, das ist schon. Die Friedhofsszenen sind toll, überhaupt. Also ich wünschte einfach, es wäre eben einfach ein lupenreiner Horror-Zombie-Film. Da hätte man sich auch diese ganzen blöden Kulissen sparen können. Zum Beispiel das Raumschiff, Das ist eben massiv enttäuschend, weil die sitzen da wirklich einfach nur an einem Tisch vor einem Vorhang. Aber selbst das hat noch mehr Fantasie als diese eine Szene, wo dieser Armeetyp in den Himmel guckt, UFOs um, und du siehst hinten ganz eindeutig, ja, da wälzt sich hinten gerade die Wand. Ja. Aber wir wollten nicht auf die... Nee, aber ich meine, lacht da heute noch jemand drüber? Hilf mir weiter, André. Ist das irgendwie doch so ein Ding? Oder? Du, nee, heutzutage ist das doch alles... ich weiß nicht, worüber die Leute heute lachen. Heutzutage muss es sowas sein wie Troll 2, obwohl der ist auch schon wieder durch, glaube ich, mittlerweile. The Room ist ja auch schon durch, über sowas. Nee, also ich muss ganz offen sagen, ich glaube ja irgendwie Plan 9 ist zu unschuldig, dass die Leute noch darüber wirklich sich lachen könnten. Weil, zu lieb.
da kann man, da traut man sich nicht so gehässig zu sein, fürchte ich. Und ja, und es alles, es hat eben auch noch so eine Haptik, was eben diese neueren Trash-Streifen in Gänsefüßchen, ich zitiere, eben nicht mehr haben, wie zum Beispiel Birdemic, den ich auch ganz lustig finde, aber der hat eben mal, der krankt eben an seinen schlechten Digitaleffekten. Ja, ja. Und ich glaube, das ist heute eher so ein Haha-Dingens, dass einfach Leute jetzt mit digitalen Tools nicht umgehen können. Ich glaube, heute hat man einfach so eine Wertschätzung mittlerweile für jegliche Art von analoger Filmproduktion, dass man gar nicht mehr sich traut, sich über, klar, faltenschlagende Wände lustig zu machen, die eigentlich Steinmauern sein sollen. Aber das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Also wir haben ja damit angefangen, das Gespräch, dass wir gesagt haben, im Grunde sieht man heute kaum noch Menschen, die Plan 9 entweder überhaupt geguckt haben oder von dem Film als schlechtester Film aller Zeiten sprechen. Mhm. Weil ich glaube einfach, das war mal so für ein paar Jahre und das ist jetzt auch vorbei. Genauso wie bei den anderen Filmen, die ich gerade erwähnt habe, Troll 2. Ja. Also das war ja auch so für 2, 3, 4 Jahre irgendwie das Ding halt, was weiß ich, The Eating Her. Oh mein Gott, und irgendwelche Festivals, es gibt eine Dokumentation darüber. Ich hörte kein Mensch mehr darüber reden. The Room ist auch so ein Ding. Also, der ist auch nur deswegen halbwegs manchmal im Gespräch, weil Tommy Wiseau so eine Rampensau ist und sich überall hinstellt, wo es geht. Die haben eben alle mittlerweile zu viel Kontext, ne? Du kannst eben, die sind eben mittlerweile so als popkulturelle Artefakte des Miesen entlarvt und auch dokumentiert und die kriegen eben alle ihre eigene Dokumentation und über den einen hier hat sogar Tim Burton einen Film gemacht und Best Worst Movie gibt's und genau The Room, Tommy Wiseau ist so ein mutmaßliches Arschloch, was irgendwie sich auf jede Bühne stellt für Geld und einfach nur sich darüber lustig macht über seinen eigenen Film, weil er sei ja immer schon als Komödie konzipiert gewesen, haha. Und das macht die Filme dann eben unlustig. Eigentlich ist nur ein Film wirklich schlecht oder kann irgendwie als unfreiwillig komisch für dich wahrgenommen werden, wenn wirklich am besten der Regisseur und alle an dem Film Beteiligten sofort versterben und sich nicht mehr dazu äußern können. Autsch. Das wäre der Optimalfall eigentlich für so ein. Aber das gibt's ja nicht. Nein, also. Und sobald man sich anfängt, mit jedem Film zu beschäftigen, der als schlechtester oder sehr schlechter Film oder gar schlechtester aller Zeiten gilt, sieht man eben die ganze Tragik dahinter. Auch Troll 2 ist ja auch so eine Sache, ich konnte dieser Best Worst Movie Dokumentation nicht viel abgewinnen, aber dieser Moment, in dem eben Regisseur Claudio Fragasso unter diesen ganzen Nerds sitzt und die lachen sich scheckig. Ja. Und alle, oh geil, was hast du für einen Film gemacht und so. Und er ist so gekränkt. Und fährt dann nach Hause und dachte so, sagt dann so, die Menschen haben meinen Film nicht verstanden. Ja. Dachte ich, okay, jetzt ist der Film eigentlich durch. Ich werde nie mehr wieder darüber lachen können. Stimmt, der gute bei Best Worst Movie ist dafür ja auch echt geeignet, damit du danach dich schämst, wenn du über den Film lachst. Siehst du ja nur lauter gescheiterte Existenzen, die alle am Arsch sind. Oder die, und die dann sogar sagen, ja, ich habe mein Leben verschwendet. Sogar hier George Hardy, der dann auch irgendwo zu einer Convention eingeladen wird, wo ihn kein Mensch kennt. Und dann auch für sich attestieren muss, ja, so toll ist dieses ganz abgekulte auch nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, ja, er sagt aber, das ist total, was für eine traurige Veranstaltung. Ja. Man würde sich ja gerne freuen, aber man möchte weinen die ganze Zeit oder sowas. Ja. Sagt er das. Demzufolge vielleicht doch ganz gut, dass Ed Wood sowas nicht mitmachen musste. Vielleicht hat das doch sein Herz gebrochen. Wenn man ihn dann irgendwann dahin stellt, eher schon vom so völlig gezeichnet noch seine letzten Gesundheitsjahre dann auf irgendwelchen Conventions abhängen und dann, da ist der Idiot. Ja. Die Radkappen, ne? Ja, Gummikrake. Ah. Ja, ja. Ja. Ein Highlight für mich, das weiß ich allerdings nicht, ob das komödiantische Element beabsichtigt war. Ich nehme an, nein, ist das Gespräch zwischen dem Colonel und dem General, in dem der Colonel zum General bestellt wird und mehrfach vom General gefragt wird, glauben Sie an Außerirdische? Und der Colonel druckt sich erstmal so ein bisschen drumrum und der General sagt, darum sagen Sie mal. Und irgendwann sagt der Colonel, ja gut, ja doch, klar, ich glaube schon, es gibt eine außerirdische Bedrohung. Dann scheißt ihn der General zusammen dafür, dass er an Außerirdische glaubt. Nur um dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, ja genau, deswegen sind sie hier, Colonel. Ich brauche jemanden, der an Außerirdische glaubt. Er wollte quasi nur seine Integrität testen. Ja. Nee, sorry. Und seine Kompetenz. Das ist etwas, was ich in einem ZAZ-Film vielleicht verorten würde normalerweise. Und die Szene dauert
ewig. Also wahrscheinlich real drei, gefühlte 13 Minuten. Da muss ich doch dann sehr lachen. Also, aber es ist kompetent gespielt. Also ich Hut ab vor fast allen Schauspielern in dem Film und Schauspielerinnen natürlich. Es gibt kaum Aussetzer und sie geben wirklich ihr Bestes, um das glaubhaft rüberzubringen. Jo, das stimmt allerdings. Also da ist jetzt echt gerne dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, außer vielleicht die 2 Minuten Thor Johnson, wie er redet, aber selbst da, meine Güte. Hm. Er kam an, sagte Hallo und war weg. Ist jetzt auch nichts, wo ich mich die ganze Zeit überbömmeln muss. Wir können bei der Gelegenheit auch unseren Zombie 3 Podcast-Episode empfehlen, weil wir gerade Fragasso erwähnt haben. Ist vermutlich auch so ein Film, wo er sich missverstanden gefühlt hat. Wobei, ich will nicht gemein sein. Fragasso hat ja einige Sachen drauf, der hat sogar Preise später bekommen. Insofern, dass er sich unter irgendwelche blöden Leute, die ja gerade irgendwie grünes Popcorn fressen, setzen muss und sich auslachen, das hat er nicht verdient. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mal gucken, vielleicht kommt er noch, irgendwann nochmal zurück. Er ist noch gar nicht so alt. Hm. Also noch nicht mal 70. Also. Ja, aber was war das letzte große Projekt, was er machen wollte? Troll 2, Teil 2. Ja. Aber ist zum Glück auch versandet, glaube ich. Insofern. Wird nicht passieren. Leider. Vielleicht auch hoffentlich. Weil mittlerweile, um es klar zu sagen, gibt es ja eine ganze Menge von diesen abgekulten Filmen, wo dann die Darsteller wieder zusammenkommen, weil sie jetzt halt feststellen, oh, mein Momentum ist gekommen. Ich habe vor 20 Jahren diesen völlig beschissenen Film gedreht, den ich schon längst vergessen habe. Aber der macht jetzt gerade Geld. Der ist ja der Hit auf YouTube. Jetzt drehen wir ein Sequel über Kickstarter. Und dann kommen wir zu Sachen raus wie Macho Man 2 oder Samurai Cop 2, so ein Kram, wo du genau merkst, die sind nur gedreht, während die anderen Filme ernst gemeint gewesen sind und deswegen auch diesen gewissen Kultstatus sich erarbeiten konnten, ist halt jetzt dieser Versuch, Kult zu inszenieren. Und daran scheitern die dann immer alle. Insofern vielleicht doch besser, wenn Fragasso das vielleicht doch nicht hinbekommt. Ich gucke gerade nochmal in mein Regal. Ach, das ist auch so ein Film. Das gab es auch ein verspätetes Sequel. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die durch Red Letter Media zu spätem Ruhm kam, ist Deadly Prey von David Pryor, der wirklich toll ist. Also eine richtig tolle Action-Gurke. Director-Video-Action-Gurke aus den, ich glaube, späten 80ern. Und dazu gab es dann eben, glaube ich, auch knapp 30 Jahre Deadly Prey 2, so ein verspätetes Sequel. Es ist furchtbar. Es ist komplett furchtbar. Natürlich, dass alle in dem Wissen gedreht haben, ja, die Leute machen sich über den ersten Teil lustig. Und genau auf dieses, auf diese Gemütsverfassung, auf diese Erwartungshaltung zahlen wir jetzt auch ein mit dem nächsten Film, mit dem Sequel. Ganz schlimm, ja. Ja. Ein übles Phänomen, was du da gerade erwähnst. Das gibt es jetzt zum Glück nicht. Also dabei bietet es sich an. Ich meine, Plantain from Outer Space, rechte Lage ist nicht geklärt. Ich glaube, konnte jeder einfach benutzen. Der war geplant. Ja. Also damals, als der Ed Wood-Film kam, für einen ganz kurzen Augenblick, als, das weiß ich noch. Von wem war der geplant? Das weiß ich nicht mehr, aber es gab Kurse in der Splitting Image Fantasy drin und die waren für normalerweise relativ gut darin. Die haben meistens nicht irgendwelche dämlichen Gerüchte rausgehauen. Aber die hatten ja auch eine Newsseite gehabt und als Ed Wood rauskam und dann für einen kurzen Augenblick, ha, hier, Kult, bla bla bla, habe ich noch zwei Sachen im Kopf. Erstens, Plan 10 vom Outer Space war eine Zeit lang echt im Gespräch und Billy Zane hatte ja ein Drehbuch von Ed Wood noch verfilmt. Hier im I Woke Up Early the Day I Died. Richtig, ja. Richtig, ja. Den ich nicht durchgehalten habe, weil das war mir dann doch zu, vielleicht ist das ein genialer Film, ich habe ihn damals einfach nicht verstanden. Aber das ist mehr oder minder eine Art Stummfilm gewesen, wo die ganze Zeit so eine merkwürdige Schrabbelmusik läuft und du siehst halt Billy Zane in Krankenschwesterklamotten durch die Gegend laufen und Leute abwuchsen. Ah, ich habe den nie zu Ende gesehen, glaube ich. Aber ich kenne die Videothekenhülle. Übrigens, Plan 10 from Outer Space existiert. Prämierte 1994 beim Sundance Film Festival. Ach. In der Midnight Madness Kategorie und gewann sogar bei irgendeinem Genrefilmfestival 94 in London einen Preis. Seitdem hörte man nie mehr von dem Film. Aber Karen Black spielt die weibliche Hauptrolle. Okay. Was jetzt auch schon mal ganz cool ist. Also, ne? Was ist das weibliche Gegenstück zu Alumnus? Alumna? Eine Halloween-Alumna? Möglich. Da bin ich, bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne und Schwachsinn salbadere, sag ich mal, ja, ist möglich. Unverfänglich. Ja, mit anderen Worten, was wir jetzt noch brauchen, ist also die 4K-Variante von Plan 10 from Outer Space. Damit dann endlich, und da können wir die Trilogie voll machen, Plan 11 from Outer Space. Netflix übernehmen sie. Ich merke, wie kommen langsam alberne Gefilde.
Ja, ist okay. Es reicht jetzt auch. Ich habe, glaube ich, auch, gerade Quatsch erzählt mit Halloween. Sie hat eine Menge Horror gemacht und dann die wunderbaren Burnt Offerings, der einer meiner Lieblings-Haunted House-Filme ist, aber kein Halloween weit und breit. Aber Karen Black ist eine gute. Ja, warte. So, vielleicht lohnt sich ja der Film irgendwann. So, wenn wir alle durch haben, ich glaube, es gibt noch einen Zombie 4, den müssen wir erstmal machen. Ja. Hm. Oh Gott, Zombie 4, ja. Hm. Ich entsinne mich dunkel daran, dass damals als Kommentar unter unserem Zombie 3 Podcast wer geschrieben hat, jetzt müsste irgendwer Zombie 4 machen. Und ich habe dann, glaube ich, geantwortet, ja, das wäre schon toll, wenn den jemand machen würde. Schade, dass keiner da ist. So sinngemäß. Du hast ja ein Podcast-Projekt, was es zu bewerben gilt. Und ich glaube, nach dem Gespräch wollte ich ganz viele Menschen hören, noch mehr hören, noch öfter hören, noch viel länger hören und mit dir ins Bett gehen, also ja. Akustisch. Ja. Sag mal, wo man dich findet. www.glotzcast.de. Ja. Man kann auch nach Glotzcast auf YouTube gucken. Die Sachen werden da auch immer noch als, nicht als Video hochgeladen. Im Hintergrund schrabbelt irgendwie so ein Bild herum, aber man kann es auch da finden. Also Glotzcast suchen, dann findet man mich und meinen Kompagnon Frank. Ja. Ja, ihr seid ja auch wieder sehr regelmäßig aktiv, muss man sagen. Ja, aber wie gesagt, bitte nicht sagen, oh wunderbar, jetzt wird da eine Regelmäßigkeit reinkommen. Das ist immer so ein bisschen, wie wir auch Zeit haben, weil er wird jetzt demnächst auch wieder Vater. Und deswegen, also... Ah, das macht er auch. Ja, aber es kommt, wie es kommt. Allerdings habe ich ja festgestellt, in der deutschen Podcast-Szene ist es gar nicht so unüblich, dass irgendwann Unregelmäßigkeit reinkommt und dann ist wieder eine Zeit lang voll das Feuer da und dann wieder, wir sind da also voll im Trend. Ja, es gibt eine Podcast-Szene, was ja irgendwie auch ich weiß nicht, ob das schön ist oder furchterregend. Das weiß ich nicht, wir werden nie eingeladen. Wir laufen da völlig unter dem Radar, uns kennt kein Mensch. Das hast du schon lamentiert, aber das war bei uns eben auch mal anders. Und irgendwann ist man so drin und man groovt sich ein und plötzlich hat man irgendwie bekannte Leute und muss ja irgendwie hier Content herbeischaffen, weißt du? Ja, Die Content-Maschine füttern. Du bist ja auch hier, also. Jedes Mal gerne. Ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist, weil André ist einer meiner liebsten Gäste und du bringst immer schöne Filme mit, Abgründigkeit Kopf zu überbieten. Ach, und danke. Dafür schätze ich deine Besuche hier. Das geht. Komm bald wieder. Ja, beim nächsten Mal dann Rudi, benimm dich. Ja. ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend. Ja. Und bleib gesund. Du auch und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Bis dann. Ja, bis bald. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.